Many people say data is the new oil, the oil of the 21st century. So if you think about how oil has transformed our lives, data is going to do the same thing. European citizens are concerned that their personal data may be misused. Datenschutz, den Unternehmen wie Facebook, Google oder Microsoft nicht zulassen wollen. It is our responsibility to get these rights in place. Jetzt fängt der richtig harte politische Kampf an. Da habe ich dann gehört, wie die Wölfe die Zähne fletschen, um mich danach zu zerreißen. Wie soll Selbstbestimmung im digitalisierten Zeitalter überhaupt noch funktionieren? Who do you think would like to stop the direct? Well, I think we know the usual suspects. Die üblich verdächtig. Das sind die, die Interesse an niedrigen Standards haben. Es sind die, die aus eigenem Interesse die Reform vom Datenschutz einer Beschuss geholt haben. Der Film Demokratie im Rausch der Daten, als vom deutschen Regisseur David Bernet gedreht ging, erlebt den 12. November an den deutschen Kinoen an. Das ist ein flotter Film, weil er den komplexen Prozess von der europäischen Gesetzgebung weist. Das ist nämlich gar nicht so einfach, immer zu wissen, wen, wie, nie, und wo für dem an der Hand tut. Der Film weist Leute, die am Prozess eine Rolle spielen. An Gesichter von denen Leute weist der Film um Beispiel von meiner Datenschutzreform. Die Hauptfiguren an dem Dokumentär sind ein jungen deutschen Gringen, Europadeputierten, und ein nicht mehr gerade so jung Lützeburgische Kommissarin von der CSV. Die zwei zusammen, das ist gar keine so eine schlechte Kombination. An diesem Film geht deutlich, dass der Bericht von einem Kommissär nicht aufgeschlossen ist, wenn hier dieses Projekt für einen Gesetzestext auf den Tisch lädt. Nein, ein guter Kommissär bleibt Schlüsselfigur, wenn es darum geht, Majoritäten an Decisionen am Conseil und am Parlament zu fangen. Als Kommissärin habe ich den Druck um Doppel gehalten. Und auch am Europaparlament kämpfe ich weiter dafür, dass die Datenschutzreform endlich gestimmt wird. Wie war das eigentlich? Mit der Welt verändert sich durch die digitale Revolution. Und sie verändert sich sicher. Die aktuellen Regeln am Datenschutz sind aus dem Jahr 1995, also aus der Zeit vor Firum Internet. Es sind noch fragmentiert Regeln. Wir haben so ein Patchwork von 28 verschiedenen Regeln über ganz Europa verteilt. Und damit können wir keine richtigen digitalen Bannenmärkte schaffen. Die Reform ist auch notwendig für als Klein- und Mittelunternehmen, die sonst keinen einfachen und sinnvollen Zugang zum ganzen europäischen Bannenmarkt kriegen. Wir brauchen den Bannenmarkt ohne Grenzen, auch für die Neufirmen als Start-upen. Sonst können sie nämlich nicht wachsen. Guck dir mal, heute gibt es auf der Welt 112 große Technologiebetriebe. Aber wo? 73 an den USA. 27 an Asien. An Europa gehen es gerade mal 10. Für das wir da mehr kriegen in Zukunft, muss man als Betriebsgründer einen Kontinent bieten, den eh große Markt ist, an den noch funktioniert. Gemeinsame Datenschutzregeln für ganz Europa sind Fundament, was wir brauchen, für den Jean-Claude Juncker sein Projekt von einem digitalen Bannenmarkt zu realisieren. Da geht es doch ganz prinzipiell um eine wirtschaftliche Zukunft. Ich gehe nicht nach Schiffe. Die 10 kapitalstärksten Technologieunternehmen aus den USA haben heute schon finanziell Potenzial, für 80 von unseren größten europäischen Firmen einfach abzukaufen. Die Herausforderungen liegen also auf der Hand. Wir müssen uns wehren. Auch weil der Schutz von den persönlichen Daten Grundwert an Europa ist. Es geht am Artikel 8 von der Charta von unseren Grundrechten klar darüber reden, an als Daten sind geschützt durch als Grundrecht. An dem dreht Reform ausdrücklich Rechnung. Hier geht es um ein klares Prinzip. Die persönlichen Daten gehören den Leuten, an nicht den Unternehmen.
Das hat ja übrigens auch den Europäischen Gerichtshof an seinen letzten Urteilen immer nicht konfirmiert. Es gilt als Wertvorstellungen aufzusichern, annehmen zusammen können wir die internationalen Normen vom neuen digitalen Zeitalter beeinflussen. Daten sind der Petrol vom 21. Jahrhundert. Sie verändern als Welt. Es geht beim Datenschutz also um Zukunft. Es geht darum, wie als Welt mehr ausgesagt. Und das ist das Thema so wichtig und spannend. Und ich bin froh, dass ich dabei sein konnte. Beim Abbau von unseren Rechten, aber beim Film über die Rechte, den dieser Tag in Deutschland Premiere gefeiert hat und die geschwind an den europäischen Kinos gewiesen wird. Aber bestimmt auch bei uns zu Lützburg.